Ja, das ist auch mal ein Anfang. Einfach mal nichts sagen. So nach dem Motto, Schweigen ist Gold. Aber so langsam denke ich, für einen Let's Player gilt das nicht. Naja, willkommen zurück zum Let's Play Mass Effect. Und jetzt gehen wir doch gleich mal ein paar Kinder töten. Natürlich nur Rachni-Kinder, keine menschlichen. Okay, da sitzt nur ein Mensch in einem ziemlich leeren Raum. Naja, sprechen wir mal an. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Oh mein Gott, ein Russe! So einen hatten wir noch gar nicht. Richtig, ich bin ein Spekter des Rats. Wer sind Sie? Ich bin Jaroslav Tartakovsky, Leiter der Verwaltung. Ich würde ja aufstehen und Ihnen die Hand schütteln, aber Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Was? Dann bisher verstehe ich rein gar nichts. Was haben Sie hier gemacht? Binchetz hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Ihnen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Kälteschlaf. Okay. Sie brachten es hierher, um es aufzuwecken. Binchetz wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war, es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Das ist ja alles faszinierend, aber wir haben keine Zeit zum Plaudern. Ja. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Die was? Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung, tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Ah, Domestos WC Blitz, sag das doch gleich. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Oh, oh. Ah! Oh mein Gott, das Teil hat Jaroslav Tartakovsky getötet. Du Schwein! Ja, ich meine dich. Okay, das Teil ist schnell gestorben. Na, dann auf zur Neutronenreinigung. Verbindung wird hergestellt. Ah, Mira. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. So, jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann rennen wir los. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Den habe ich. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Verdammt, du hast dein Passwort verraten, du Arschloch. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. 120 Sekunden. Was? Ach du Scheiße, 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 Scheiße. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Das dürfte nicht sehr angenehm werden. Sterbt. Da hilft nur eins. Leroy Jenkins. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Jawohl. Ja. Die Methode hat doch funktioniert. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Hat die Explosion eigentlich schon stattgefunden oder nicht? Ich glaube, ich sollte etwas schneller laufen.
Ja, das sollte ich. Komm schon, fahr los. Ich will keine Gewebeschäden. Verdammte Deutsche Bahn. Die hätte man nie expandieren lassen sollen. Puh, wie geht's runter von dem Frostteil. Fliegen wir zum Mu-Portal? Nein. Das Mu-Portal ist mit Dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Ja. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Halt die Fresse! Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Wir sind hier fertig. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Es muss wohl sein. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Meine Berichte sind immer präzise. Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davon kommen lassen. Ja. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Ja. Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Geht mich nichts an. Ich bin ein Spectre und stehe über dem Gesetz. Bitches. Mein Job ist es, Saren zu stoppen. Die Rachni interessieren mich nicht. Die Mission hat natürlich immer Vorrang. Aber seien Sie sich gewahr, dass Ihre Aktionen weitreichende Konsequenzen haben können. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. War schon kurz. Naja, was jetzt? Ich glaube, erstmal wieder die Runde machen. Also, mit allen sprechen. Angefangen natürlich mit Joker, meinem Liebling. Also nicht Liebling, sondern Liebling. Nicht, dass ihr das schwul versteht. Ich hab nichts gegen Schwule, aber ich bin's nicht. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Ich muss gehen. Bis dann. Okay. Joker hat etwas... sehr viel Fantasie. Uah, Kopfkino. Weg mit den Bildern, weg mit den Bildern. Uah. Naja, bevor ich jetzt anfange mit allen zu reden, beende ich da mal die Folge und sage bis zum nächsten Mal.